Hallo, Paraguay Live, ich bin der Pit und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema folgt sofort, da haben sehr viele Personen mittlerweile danach gefragt. Deshalb bleibt einfach dran. So, vielen Dank für eure Fragen. Wie gesagt, heute wieder volle Sonne, deshalb müsste ich mich natürlich unter unserem Quincho verstecken, in Anführungszeichen, damit man etwas Schatten hat. Gut, aber zum Thema. Ihr stellt immer sehr viele Fragen, hauptsächlich bei Emil. Vielen Dank nochmal an eure Fragen. Und ich habe heute nur eine herausgepickt, und zwar One-Way Tickets oder auf Deutsch gesagt ein Hinflugticket. Klar, das Thema ist allgemein bekannt. Viele von euch, da die Situation sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz oder auch Österreich oder grundsätzlich in Europa schlecht ist, um es einfach leicht auszudrücken, haben es vor, nach Paraguay zu kommen bzw. direkt auszuwandern. Und da fragen mich viele, Pit, wie ist es, wenn ich nur ein Ticket kaufe? Also ich sage mal, nur Deutschland, Paraguay. Also nicht Hin- und Rückflug, sondern nur Hinflug. Wie sieht es da aus? Das ist nämlich die gute Frage. So, also an dieser Stelle, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ja, beziehungsweise aus unserer Erfahrung. Also nochmal, wir sind hier, ich persönlich, 19 Jahre in Paraguay. Das ist meine Erfahrung, die ich euch jetzt erzähle, beziehungsweise die Frage beantworte. Falls ihr eine offizielle Antwort braucht, kennt ihr sicherlich in andere Kanäle, wo man das auch über die deutsche Botschaft machen kann. Deshalb, ich erzähle nur meine persönliche Erfahrung. Und ich bin mir als sicher, dass diejenigen von euch, die es versuchen, sag ich mal jetzt die deutsche Ordnung hier in Paraguay einzuführen, beziehungsweise hören nicht auf die paraguayischen Sitten, nenne ich mal einfach mal so, sind meiner Ansicht nach direkt zum Scheitern verurteilt. Meine persönliche Meinung, also ich sage einfach aus meiner Erfahrung, 19 Jahre in Paraguay, ich habe mich sowohl in Deutschland als auch in Paraguay versucht, was mir gelungen ist, sich anzupassen. Also an hiesige, in diesem Fall paraguayische Verhältnisse anzupassen. Gut, viele tun es halt nicht, deshalb scheitern. Meine persönliche Meinung, aber gleich die Frage. Also, Antwort auf die Frage One-Way-Tickets. Das war, glaube ich, so ein schönes Lied, aber ist schon länger, lange, lange her. Heißt ja. Also es sind schon wirklich unsere Kunden, unsere Gäste zu uns gekommen, beziehungsweise über uns oder unser Team, sowohl die Einwanderungsdokumente als auch Grundstücke, als auch Häuser gekauft bzw. bauen lassen, was die Häuser angeht. Und es ist alles gut gelaufen, das heißt, es gab gar keine Probleme. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein Ticket kaufen, ich sage jetzt mal Frankfurt, direkt nach Sao Paulo zum Beispiel, Sao Paulo Asunción. Oder wo meiner Meinung nach der kürzere Weg ist oder der bequemere Weg, je nach Verbindung, ist
zum Beispiel nach Madrid zu fliegen, sei es von Frankfurt aus, sei es von Zürich aus, sei es von Wien aus oder wie auch immer, da müsst ihr entscheiden, direkt nach Madrid und dann mit Air Europe direkt von Madrid nach Paraguay zu fliegen und zwar nach Asunción, beziehungsweise das ist ja die Hauptstadt, aber der Flughafen ist in Luque, also im Prinzip angrenzende Stadt an die Hauptstadt Paraguays, die Asunción heißt. Also bis jetzt gab es wirklich keine Probleme mit diesem nur Hinflug. Deshalb aus unserer Erfahrung kann ich nur sagen, okay, es funktioniert, falls ihr, ja, ohne jetzt die offizielle Stellung dazu zu nehmen, andere Erfahrungen gemacht habt, gerne unten in den Kommentaren bitte schreiben, wann es passiert ist, mit welcher Fluggesellschaft etc. etc. Also etwas mehr Details. Wenn ich immer spreche, da spreche ich natürlich von Details, spricht nicht einfach reden, sondern auf konkreten Beispiele sich ja bezogen. Und das tue ich ja immer wieder. Und glaub mir, es funktioniert. Okay? Also, in diesem Sinne, Likes nach oben. So, und wie immer, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da oben, da wahrscheinlich setze ich ein rundes Zeichen, könnt ihr draufklicken und direkt abonnieren. Und hier links werde ich auf jeden Fall weitere Videos aus unserem Paraguay Live Kanal empfehlen. Von daher, bleibt gesund, wie auch immer, teilt das Video, nicht vergessen. Und wir sehen uns sicherlich in Paraguay. Nach dem Motto, frag den Bit. Mach's gut, danke.